Afrika, Ozeanien, Asien, Forschungen in allen Regionen der Welt sind zentral für die Arbeit des Frobenius-Instituts für kulturanthropologische Forschung. Damals wie heute. Seit 1925 der Goethe-Universität Frankfurt am Main angegliedert, gehört das Frobenius-Institut zu den bedeutendsten ethnologischen Forschungseinrichtungen im deutschsprachigen Raum und setzt einen kulturanthropologischen Fokus. Das heißt zum Beispiel, dass wir die frühere Unterscheidung zwischen europäischen und nicht-europäischen oder außereuropäischen Gesellschaften und Kulturen überwinden möchten, weltweit vergleichend arbeiten möchten und auch die in unserem Fach früher so üblichen Abgrenzungen zwischen verschiedenen Fächern überwinden möchten. So arbeitet das Frobenius-Institut auch mit Archäologen und Historikern zusammen. Mit seinen Archiven und Sammlungen trägt das Institut zur Pflege materieller Kultur bei. Das Felsbildarchiv, das umfangreichste seiner Art, geht auf die Forschungsexpeditionen Leo Frobenius in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts zurück. Ausgebildete Zeichnerinnen und Zeichner begleiteten den Ethnologen auf seinen Reisen und fertigten originalgetreue Kopien von prähistorischen Felsbildzeichnungen an. Ja, also der Wert für die heutige Forschung ist nicht mehr so wie damals von Frobenius intendiert, dass wir auf Grundlage dieses Materials versuchen, kulturhistorische Rekonstruktionen zu basteln, sondern es ist für uns vielmehr interessiert, ist, wie sind diese Bilder entstanden und vor allem, wie sind sie rezipiert worden im 20. Jahrhundert. Ganz wichtig ist die Ausstellungsgeschichte, ist, wer hat welche Künstler, welche Avantgarde-Künstler, Picasso, Miro, Pollock, wer hat die wann und wo gesehen? Die waren ja auch im MoMA ausgestellt in 1937 etwa, diese Bilder. Und das sind eigentlich die Fragestellungen, die wir zusammen mit Kunsthistorikern im Moment sehr viel interessanter finden als die Bedeutungszusammenhänge, die original bei diesen Bildern mitgedacht waren. Diese Felsbilder werden in Museumsausstellungen weltweit präsentiert. Zuletzt in Frankfurt, Mexiko-Stadt, Paris und Dakar. Für die Ausstellungen werden auch Bilder aus dem Fotoarchiv aufbereitet. Auf über 60.000 Negativen sind die Forschungsreisen des Instituts seit dem 20. Jahrhundert festgehalten. In aufwendiger Arbeit werden die Negative gesichert und für weitere Jahrhunderte nutzbar gemacht. Eine andere Aufgabe ist aber auch, die Inhalte zu digitalisieren, also Interpositive, die ich von den alten Negativen herstelle, in eine digitale Form zu überführen und dann in die Datenbank zu integrieren. Die ethnografische Sammlung mit rund 7.000 Objekten aus der ganzen Welt dokumentiert materielle Alltagskultur und Globalisierungsprozesse der Gegenwart. Der Inhalt stammt aus Feldforschungsaufenthalten von Mitarbeitern des Frobenius-Instituts. Das heißt, in den meisten Fällen haben die Ethnologen die Leute, die die Objekte hergestellt haben, sehr gut gekannt, sodass wir heute über viele Objekte viel wissen, mehr als es in vielen Völkerkundemuseen der Fall ist. Das ist alles sehr relevant für das Institut und auch sehr relevant für die Herkunftsgesellschaften. Sachen, die für die Leute von Interesse sind und auch die eine Basis darstellen, auf der wir uns mit den Leuten zusammen verständigen können. Die ethnologische Bibliothek Leo Frobenius hat einen Bestand von über 130.000 Bänden und 500 Zeitschriften. Sie ist die größte Fachbibliothek für Sozial- und Kulturanthropologie im deutschsprachigen Raum. Wir haben die Zeitschrift Paidorma, die wir jährlich herausgeben, sowie einige Reihen, zum Beispiel die Studien zur Kulturkunde. Das Schöne an unseren eigenen Publikationen ist, dass wir die auch als Bibliothek tauschen können mit anderen Institutionen. Das heißt, wir haben zurzeit ungefähr 180 Tauschpartner weltweit. An die verschicken wir Paidorma und bekommen im Gegenzug Zeitschriften und Reihen, an die wir sonst nicht drankommen würden. Die Ergebnisse dieser vielfältigen Aktivitäten werden einer breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht.
Unsere regulären Veranstaltungen bestehen vor allem aus Vorlesungsreihen, Symposien, Konferenzen, Workshops und auch Ausstellungen. Zu den regulären Vorlesungen gehört unter anderem die Adolf Ellegard Jensen Gedächtnisvorlesung. Zu dieser laden wir renommierte Ethnologen und Ethnologinnen aus der ganzen Welt ein, die über den Zeitraum eines Monats eine gesamte Vorlesungsreihe geben hier an der Universität in Frankfurt. Eine weitere Ebene der Öffentlichkeitsarbeit bezieht sich auf die Schnittstelle zwischen Frobenius-Institut und Lehre. Dabei ist es uns ganz wichtig, unsere Tätigkeiten auch den Studierenden zu vermitteln. Wir geben Seminare und im Rahmen dieser gehen wir teilweise mit den Studierenden in unsere Archive und in unsere Sammlungen. Wir binden sie mit ein in die Planung und Kuratierung von Ausstellungen. Jährlich vergibt das Frobenius-Institut einen Preis für herausragende Dissertationen im Fach Sozial- und Kulturanthropologie und fördert damit den wissenschaftlichen Nachwuchs. Finanzielle Unterstützung für die Veranstaltungen kommt aus Mitteln der Frobenius-Gesellschaft und der Hahn-Hissingschen Stiftung. Gefördert werden ebenfalls Doktorandinnen und Doktoranden aus Deutschland wie auch aus dem Ausland. Das Institut beteiligt sich an verschiedenen Forschungsprogrammen. Ich denke an die SEPs, ich denke an die Exzellenzcluster und an das Beispiel Herausbildung normativer Ordnungen. In diesem Fall geht es um Aushandlung von Normen in Afrika in Sachen Medien zwischen Afrikanerinnen und Afrikanern und globale Medien. MIASA ist das erste Institut for Advanced Study, das von Deutschland in Afrika mit Afrikanerinnen und Afrikanern gegründet wurde in Ghana, Accra. Dort sowohl Nachwuchswissenschaftlerinnen und Wissenschaftler und Etablierte forschen zusammen, tauschen aus und bringen dieses Forum auf ein Top-Niveau in Afrika. Für die Zukunft haben wir uns vorgenommen, insbesondere den interkulturellen Dialog mit den Herkunftsländern noch zu intensivieren. Aktuell gibt es beispielsweise eine Kooperation mit australischen Aborigines. Letztes Jahr waren 3 Vertreter hier in Frankfurt, haben sich angeschaut, was wir überhaupt in den Archiven haben. Und das Ziel ist, mit diesen Vertretern der sogenannten Source Communities gemeinsam zu erarbeiten, was wir hier lagern und wie damit umzugehen ist. In seiner fast 100-jährigen Geschichte hat das Frobenius-Institut seine Forschungsbereiche und Tätigkeiten erweitert und so einen exzellenten Ruf in der wissenschaftlichen Community erworben.